Hallo, hier ist der Lars von Ruhrenergie. Hallihallo. Ja, ich habe schon das neulich einmal ausprobiert. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar mache ich heute einen ganzen Dörrautomaten, ein Dörrgerät voller Kartoffelchips und zwar roh. Man glaubt ja nicht, dass das funktioniert, dass man Kartoffeln roh essen kann, aber wenn die ganz, ganz dünn geschnitten sind und man die ungefähr 24 Stunden trocknen lässt, schmecken die sehr, sehr gut, fast genauso wie normale Kartoffelchips. Und sind natürlich viel, viel gesünder. Das Ungesunde an normalen Kartoffelchips ist, dass die in relativ sehr, sehr billigem Öl hoch erhitzt werden. Und das natürlich bei Temperaturen weit über 120 Grad, wahrscheinlich auch weit über 170 Grad. Das muss ja alles sehr, sehr schnell gehen. Und da entsteht in stärkehaltigen Produkten Acrylamid. Acrylamid ist ein Plastik und das ist krebserregend. Verklebt euch den ganzen Darm, die ganzen Blutgefäße und ist nicht unbedingt zu empfehlen. Ich esse auch hin und wieder mal ein paar Chips, wenn ich mal auf einer Party bin und da ist nichts anderes zu essen. Dann esse ich auch mal ein paar Chips, aber nur so eine Handvoll. Und von diesen rohen Kartoffelchips könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt, solange ihr davon natürlich keine Bauchschmerzen bekommt. Aber dann nimmt man auch nur eine Handvoll. Das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich habe hier so einen Burner-Hobel. Den kann man an verschiedenen einstellen. Man gibt hier verschiedene 1, 2, 3, 4 verschiedene Stufen und ich nehme die, die am dünnsten ist. Das ist ganz wichtig, damit das gut trocknet. Man nimmt die Kartoffeln hier so, legt die hier drauf, dann nehmt ihr noch so eine Schneidehilfe und dann werden die hier ganz, ganz dünn in Scheiben geschnitten. Und am Schluss bleibt noch so ein kleines Stückchen übrig. Das muss ich dann nochmal anderweitig verwerten. Das kriege ich nicht klein genug. So, den lege ich den jetzt mal hier weg. Und dann hole ich mal mein Dörrgitter. So, jetzt verteilt man die hier gut auf dem Dörrgitter. So, jetzt kann man noch, also man kann die jetzt einfach so dörren, aber ich mache mir da jetzt noch ein bisschen eine Gewürzmischung oben drauf. Da ist hauptsächlich drin Paprika, Zwiebeln, Kurkuma, Koriander, Rosmarin, Fenchel, Ingwer, Kreuzkümmel, Sternanis, Bockshorn, Kleesaat, Knoblauch, Zimt, Chili, Kardamom und Gewürzextrakt. Das mache ich mir drauf. Ihr könnt auch vielleicht einfach nur süßen Paprika drauf streuen, das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Geht aber auch ohne alles. Hier kommt kein Öl dran, das ist komplett fettfrei. Das ist das Tolle. Und wenn ihr jetzt hier auch kein Salz dran macht, ist das wirklich eine sehr gesunde Sache. Mit ordentlich Ballaststoffen, auch noch Vitaminen und Enzymen. Weil Kartoffeln sind sehr, sehr gesund. Kartoffeln haben glaube ich sogar mehr Vitamin C als Zitronen. Ich gucke das nochmal nach, blende das dann nochmal ein. Ja, und so sieht das jetzt aus und so kommt das jetzt ins Dörrgerät. So, jetzt kommt auch noch das letzte Dörrgitter rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück sind jetzt belegt mit den Kartoffelscheiben mit ein bisschen Würze. Ich stelle den jetzt hier ein, das ist dieses Sedona-Dörrgerät, damit sind wir ziemlich zufrieden. Den kann ich auch umstellen von Fahrenheit auf Celsius. Ich habe hier die Temperatur, ich würde das jetzt mal, weil es halt wirklich voll ist, mal auf 42 Grad 24 Stunden laufen lassen. Hier kann man zwei Ventilatoren einschalten, oben und unten. Dadurch, dass das voll ist, mache ich natürlich beide. Es gibt hier einen Nachtmodus, der ein bisschen weniger leistungsstark ist, aber leiser und einen Tagmodus. Da wir uns jetzt in der Küche hier nicht zu viel aufhalten momentan, lasse ich das jetzt hier auf dem Tagmodus laufen und leg los. So, jetzt läuft das hier 42 Grad, 24 Stunden auf voller Power. Und ja, jetzt müssen wir mal warten. Jetzt warte ich mal 24 Stunden. Und dann hole ich die Kamera wieder raus und dann zeige ich euch mal, wie das geworden ist. Ich hatte das ja schon mal getestet, war sehr lecker, aber mal schauen, wie es wird. Jetzt haben wir den nächsten Tag. Es sind erst 17 Stunden vergangen, aber die sind schon fertig. Ihr müsst immer mal wieder gucken, wie es bei euch funktioniert, wann die denn soweit sind. Und
Ich kann ja hier mal so einen rausholen. So sehen die jetzt aus. Wenn man die hier so knackt, kann man die auch knacken. Hallöchen. Schmecken sehr, sehr gut. Schmecken anders als die nur gekauften Kartoffelchips. Aber sehr lecker. Und wenn man das so zum Knabbern abends nimmt, eine Handvoll, dann ist man satt und befriedigt. Kann man auch gut auf eine Party mitnehmen. Lecker. Und ja, viel Spaß beim Nachbarn. Bis dann. Tschüss.